Das ist genug der Parade für den Champion. Ich bin mir sicher, unser Gast weiß genau, wie er eine Besatzung zusammenstellt. Oneska hebt die Augenbrauen und mustert das Paar. Ich nehme Maya mit. Es ist immer gut, ein Gewehr zu haben zusammen. Palegina, wir kommen an Bord. Wir brauchen dein Schwert. Warum kann ich nicht beide mitnehmen? Ich brauche jede Hilfe, die ich bekommen kann. Akira, if you can stand the chattering of unlike minds on your ship, that is your prerogative. Akira, wenn du das Geplapper unterschiedlicher Meinungen auf deinem Schiff vertragen kannst, bitte, das ist dein Vorrecht. Und es kam blinzelt amüsiert, als sie den Blick bemerkt, den Mai und Palegina austauschen. Ja, ich nehme natürlich beide mit und ich bin der Wächter. Ich habe immer das letzte Wort und ein bisschen gezankt gemacht, das Leben doch lustiger. Vor allem weiß ich sowieso wieder in meiner Gruppe irgendwo ein bisschen zofft. Jetzt blicke ich gerade ein bisschen zu Edda und Anov. Oh, good thing I'm already accustomed to cramped quarters and temperamental birds. Wie gut, dass ich ein beengtes Quartier und temperamentvolle Vögel bereits gewöhnt bin. Sie zwinkert bei den Kindern zu. Seraphin nickt im Takt mit geschlossenen Augen. Das ist weltgewandt. Zodi kaut auf ihre Unterlippe herum, um ein Lächeln zu verbergen. Da auch weltgewandt. We both have our orders. I have no interest in interfering with you, as long as you do not interfere with me. Wir haben beide unsere Befehle. Ich habe kein Interesse daran, dir dazwischen zu kommen, solange du mich in Ruhe meine Aufgabe erledigen lässt. Arnulf nickt, dabei spielt ein leichtes Lächeln um seine Lippen, weil er pflichtbewusst ist. I believe we are finished here. Aruhi? Ich glaube, wir sind hier fertig, Aruhi. Königin Oneska erhebt sich von ihrem Thron und sofort nehmen die Wachen, die sie umgeben, eine stramme Haltung an. Aren't we popular? Take care at Hasongo. The dead fire was overfull before Aethys blundered in. Sind wir nicht ausgesprochen beliebt? Kümmer dich um Hasongo. Das Todesfeuer war schon übervoll, bevor Eotas hereingeplatzt kam. Oneska liegt dir zu und vertagt die Sitzung. And take care with your trading company spies. Und pass auf mit deinen Handelsgesellschaftsspionen. Sie blickt zu Maya und Palegina. I say it is beyond time our guests lick their wounds somewhere else. Ich habe beschlossen, es wird mehr als Zeit, dass unsere Gäste sich anderswo ihre Wunden lecken. Mit einer raschen und unverkennbar fechtlichen Handbewegung verscheucht er die ausländischen Würdenträger. Jo. Die Wehen Eoras abgeschlossen. Sehr schön. Ein fernes Licht segelt nach Hasongo. Nur für die Republiken. Mit dem Direktor der Valianischen Handelsgesellschaft treffen. Okay. Wähle die Einzelklasse und die Multiklasse für diesen Gefährten. Die Auswahl kann später nicht geändert werden. Ja, ich habe gesagt, ich bleib bei Einzelklassen, also bleibt sie mal Weitläuferin, auch wenn sie Weitläufer und Schurke oder Weitläufer und Zauberer werden könnte. Aber ich bleib bei reiner Waldläuferin. Und bei Palegina bleibe ich bei Paladin. Und ja, wir können wirklich nur 5 Leute in der Gruppe haben. Hm. Ich weiß nicht, wie viele da noch dazukommen können, weil es so viel Platz hier unten ist. Wobei mir die hier schon reichen. Das sind nämlich immerhin 6 verschiedene Leute, die ich da mitnehmen kann. Mich selber kann ich nämlich nicht entlassen. While we have the chance. So. Was war das gerade für Texte? Lass uns sprechen, Wächter, solange wir noch dazu in der Lage sind. Mataro-Höfling. Leute, da ist Volk nicht mal so selten hoch im Norden. Yes? Achso, das sind nur Höflinge. Das ist der Palastsänger. Also ja, er scheint irgendwas von mir zu wollen. Können wir uns hier noch umgucken. Schrein der Hyela, Halle der Erinnerung. Und da hinten scheint es da auch noch hoch zu gehen. Ins Obergeschoss, da werden wir uns auch umsehen können. Hoffe ich mal. Also werden wir wahrscheinlich erst hier rumgehen, dann da hoch, hier dann wieder runter und dann haben wir den Palast abgedeckt. Okay, aber was hast du uns noch zu sagen? Your coming is a favorable omen already.
Sein Kommen allein ist bereits ein gutes Omen. Der Prinz nickt und verschränkt die Arme, ein selbstzufriedenes Lächeln auf den Lippen. Spielt er ein falsches Spiel oder ist er wirklich so freundlich zu mir? Weil ich habe eher das Gefühl, dass gerade der gegen uns ist. Wie das? Das musst du mir nicht sagen. Ich bin einfach nur glücklich am Leben zu sein. Sag nichts. Ich bin nur glücklich am Leben zu sein. Modesty, I say. Solch Bescheidenheit, sage ich. You happen by a time when our rivals bicker and tear at each other's throats. Du kommst zu einer Zeit, in der sich unsere Rivalen zanken und gegenseitig an die Gurgel gehen. It does not take a priest to see how the gods send us an outsider to dig under the skin of our enemies. Man muss kein Priester sein, um zu erkennen, dass uns die Götter einen Fremden schicken, um sich unter die Haut unserer Feinde zu graben. Aoi kichert und nickt. Verbeugen, es ist mir eine Ehre, dich zu treffen. Du scheinst deine Rivalen nicht besonders ernst zu nehmen. Ich bin nicht der Götter wegen hier, ich habe meine eigenen Gründe. Anscheinend bin ich zu einem schlechten Zeitpunkt gekommen. Du kannst die wissen, vielleicht bin ich ein schlechtes Omen. Können, nehmen wir mal das. Bad to outsiders, I say. Anyone who can empty this hall of dignitaries is a friend to the Juana. Das ist schlecht für die Fremden, würde ich mal behaupten. Jeder, der diesen Saal voller Würdenträger leeren kann, ist ein Freund der Juana. I will not paddle around the island. My sister wants to know if you are as useful as you are disruptive. She trusts me to judge this. Ich werde nicht um die Insel herumpaddeln, also nicht um den heißen Brei herumreden. Meine Schwester will wissen, ob du ebenso nützlich wie zerstörerisch bist. Sie verlässt sich darauf, dass ich das beurteile. You did not come this far to serve the crown, I say. But sailing is an expensive hobby. Loyal service can keep your galley stocked. Ich sage, du bist nicht so weit gekommen, um der Krone zu dienen, doch Segeln ist ein teures Hobby. Durch treuen Dienst kannst du die Lager deiner Galeere gefüllt haben. Ja, Geld kann ich immer gebrauchen. Ich könnte noch ein paar Münzen gebrauchen, um den Feind besser ausrüsten zu können. Darf ich mit der Königin sprechen? Was für eine Art von treuem Dienst hattest du im Sinn? Ich habe einige Fragen. Nehmen wir mal das erste. Ikera, to patch a hull or stitch a sail is costly when supplies come from distant islands. Ikera, Ruf oder Segel flicken. Zu flicken ist teuer, wenn die Mittel dafür von weit entfernten Inseln kommen müssen. The city has honest work for those in need, I say. And insist that everyone carry a heavy purse. Die Stadt hat ehrliche Arbeit für jene, die welche suchen, sage ich, und achtet darauf, dass jedermanns Geldbeutel gut gefüllt ist. Was für eine Art von Träumdienst hattest du im Sinn? My sister keeps a tight grip on the kataka, but the filth of it drips down her palm and into the gullet. Meine Schwester hat Nikataka fest im Griff, doch der Aufschaum der Stadt tropft ihr durch die Finger und in den Schlund. Er öffnet die Hand, um dies zu untermalen, und wischt sich über die Schulter. Under our noses, I say, do foreigners smuggle contraband and pay the Rapau for their silence. Vor unseren Augen, sage ich, schmuggeln fremde Waren und bezahlen die Rapau für ihr Schweigen. Was sind Rapau? Die niederste soziale Klasse der Juana. Ah ja. Take this if you need proof. Nimm das, wenn du einen Beweis brauchst. Er wirft dir ein Silbermedaillon mit einer eingravierten valianischen Ehreninschrift zu. Du hast einen Gegenstand erhalten. Abzeichen des Gesandten. Dieses Medaillon spückte einst den Hals eines valianischen Würdenträgers und wurde nach einem schrecklichen Schiffsunglück als verloren angenommen. Wie sie in den zwielichtigen Gassen von Ikataka wieder auftauchen konnte, möchte Prinz Arui nun gerne wissen. Was ist das? An envoy ship sank a day's voyage out of Nakataka. He wore that on his breast. Das Schiff eines Gesandten sank eine Tagesreise von Nikataka. Er trug dies auf seiner Brust. My guards recovered it in a raid of the gullet. This confirms my suspicion. Nikataka has a pirate problem. Meine Wachen fanden es bei einer Razzia im Schlund. Das bestätigt meinen Verdacht. Nikataka hat ein Piratenproblem. Aruis kräuselt angewidert die Oberlippe. Smugglers and thieves cluster like rats in Delver's Row. A growth in the bowels of our city. Schmuggler und Diebe haben sich wie Ratten in der Graberstraße eingenistet. Ein Geschwür in den Eingeweiden unserer Stadt. You think pirates raiding those Republic's bastards be the source of your people's agony? Wonder what the gullet folk would be thinking of that, sir. Denkst du etwa, dass Piraten die Bastarde aus der Republik überfallen? Für das Leiden deiner Leute verantwortlich sind? Ich frage mich, was die Bewohner des Schlundes davon halten würden, mein Herr.
Also ja, Seraphin sagt gerade, dass die Piraten hier im Todesfeuer eigentlich nur Valianer überfallen und keine Huaner. Anyone who prays on my people will know Anikaza's justice in time, I say. Jeder, der mein Volk ausnutzt oder drangsaliert, wird früher oder später von Onesca zur Rechenschaft gezogen werden, sage ich. Aoi blickt Seraphim mit zusammengekniffenen Augen an. I want someone to peddle the medallion to the black market, earn the trust of these pirates, and learn how supplies come into my city. Ich will, dass jemand das Medaillon auf dem Schwarzmarkt anbietet, das Vertrauen dieser Piraten gewinnt und herausfindet, wie sie die Waren in meine Stadt bringen. Er blickt auf und sieht dich an. Sein Blick ist kühl und berechnend. Klingt profitabel. Noch etwas, das ich wissen sollte? Zu welchem Zweck? Warum brauchst du einen Wächter, um einen Schwarzmarkt auszuheben? Ich behalte mir ein Urteil vor, bis ich mehr erfahre. Warum brauchst du einen Wächter? Man braucht scharfe Sinne, um durch die Schleier blicken zu können. Aoi tippt sich auf das Kinn und nickt. Alof kriegt durch Stolz. Alof wirft dir einen gequälten Blick zu. Ja, gut. Others will miss the details that stand out to you. Dir werden Details auffallen, die andere übersehen würden, denke ich. Gut, klingt profitabel. Noch etwas, das ich wissen sollte. Yours is not a face that others will recognize. Let no one learn that you work for the crown. Dein Gesicht kennen sie noch nicht. Lass niemanden wissen, dass du für die Krone arbeitest. When you travel down the mountain, seek Takehu in Pariki's Overlook. He is a godlike, one who the people look to for hope. Halte doch in Perkis Aussichtspunkt nach Takehu Ausschau, wenn du den Berg hinabsteigst. Er ist ein Gottgleicher und jemand, auf den sich die Augen aller richten, die Hoffnung suchen. Der Prinz reibt sich lächelnd mit dem Daumen über das Kinn. Ingati's chosen knows of our troubles. He could also use a lesson in Raparu modesty. Iktaris Auserwählter weiß von unseren Schwierigkeiten. Er könnte außerdem eine Lektion in Sachen Bescheidenheit von Roparu vertragen. Scheint nie einen einheimischen Führer dabei zu haben. Ich mache mich auf die Suche nach Takehu. Iktaris Auserwählter wird ein Gottähnlicher nicht unnötig Aufmerksamkeit erringen. Wir haben schon Palegina. In den Slums der Stadt herumzuwühlen ist nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. Ich denke darüber nach. Iktaris Auserwählter? Takehu was touched by the goddess Ingati at birth. He is as much a creature of the sea as he is Hawana. Takehu wurde bei seiner Geburt von der Göttin Nakti berührt. Er ist ebenso sehr ein Wesen der See wie ein Hawana. We are left to interpret what the goddess intends by sending him among us. Es liegt nun an uns zu deuten, was die Göttin damit beabsichtigte, als sie ihn zu uns geschickt hat. Ja, scheint nie einen einheimischen Führer dabei zu haben. Ikira, if I know Takehu, he is stirring tempers in the Watershapers Guild. Ikea, wie ich Takehu kenne, wird er in der Wasserformer-Gilde wieder für erhitzte Gemüter sorgen. Be on your guard in the gullet. I fear the caverns run deeper than even Ingati could guess. Pass im Schutz auf dich auf. Ich befürchte, die Höhlen dort sind tiefer, als selbst Ingati vermuten würde. Der Prinz entlässt dich mit einem Nicken. Geschäftsgeheimnisse. Yo, neue Quests. Wow, wir haben sehr viele verschiedene Quests jetzt für Fraktionen. Also einmal für die Huana, für die Principi, das hatten wir ja schon vorher. Für die Valianische Handelsgesellschaft, für die Königliche Todesfeuergesellschaft. Und Nebenquests, die Graberstraße. Na, gehen wir erstmal von oben nach unten durch. Jagd auf einen toten Gottes war schon längst abgeschlossen. Gestrandet haben wir auch schon längst abgeschlossen. Das hier. Ich habe herausgefunden, dass Eotas sich wieder hat blicken lassen. Dies beim Außenposten Hasongo. Neue Hauptquest. Ich habe erfahren, dass Eotas in der Nähe von Hasongo gesichtet wurde. Eine Insel mit einem raotanischen Außenposten und einem Adra-Leuchtturm. Hasongo befindet sich westlich von Nekataka. Ich kann vielleicht über das Leuchtfeuer Verbindung mit ihm aufnehmen. Eotas wurde zuletzt in der Nähe von Hasongo gesichtet. Eine Insel nordwestlich von Nekataka. Yay. Gut. Geschäftsgeheimnis. Also gehen wir mal die Quests der Huana, der Fraktion durch.
Prinz Arui hat Beweise für einen Schwarzmarkt gefunden, der sich in Roparo-Bezirk, der besser unter dem Namen Schlump bekannt ist, befinden soll. Er möchte wissen, wie er Nachschub erhält. Meine Ermittlungen beginnen im Schlund, der südöstlich von Perix Aussichtspunkt liegt. Dort kann ich vielleicht Beweise für die Graberstraße, den geheimnisumwobenen Umschlagplatz des Schwarzmarktes finden. Der Prinz schlug vor, dass ich Tekeo, ein Mitglied der Wasserfabrikade, in Perikis Aussichtspunkt rekrutieren solle. Tekeo hat seine eigenen Vermutungen und könnte sich als nützlich erweisen. Ist die Frage, sei ein Gruppenmitglied dann nachher oder habe ich ihn auf dem Schiff oder so? Für die Republiken. Im Palast bin ich Niro begegnet, einem Vertreter der Valianischen Handelsgesellschaft. Es scheint so, als ob die Valianer in der Region sehr präsent seien. Es könnte sich als nützlich erweisen, in ihrem Hauptquartier Kontakt zu ihnen zu knüpfen. Die Valianische Handelsgesellschaft operiert aus ihrem Stützpunkt am Ankerplatz der Königin, einem Bezirk von den Kataka. Wenn ich mit jemandem reden will, der etwas zu sagen hat, sollte ich dort anfangen.